MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung, dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 17 auf der PlayStation 4, zu einer weiteren Folge The Journey. Und wir sind natürlich wieder mal im Training, denn das ist es, woraus Fußball hauptsächlich besteht. Und das ist auch durchaus okay so. Ja, okay, Training beginnen. Ich vergesse es jedes Mal, dass ich am besten das nehme, was sie da vorschlagen. Und dann wollen wir ein bisschen... Freistöße sind jetzt... Da kenne ich hier seinen Effektwert noch nicht. Ich glaube, er hat noch nicht so viel. Schauen wir mal. Ah, er hat gar nichts. Ach du Kackapups. Mal gucken, ob ich den über die Mauer... Ja. Gelernt ist gelernt, Freunde. Platsch, den fand ich gar nicht so scheiße. Ein bisschen mehr Gefühl. Ja, rechts unten schlägt er ein. So, was war? Effe hat er nicht, ne? Komm ich da drüber? Ach, Andi, verdammte Latte. Nehmen wir lieber die rechte Seite. Irgendwie habe ich das Gefühl... Oh, der ist zu flach. Na, ja, passt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er hier echt... Probleme hat mit der Seite. Aber geht jetzt. Geht jetzt beides. Mir fehlt halt Effe. Ich bin halt sehr viel Effe gewohnt. Aus den letzten Jahren Pro-Club-Modus, wenn ich da mit meinen Spieler Freistöße schießen durfte. Ich bin kein kraftvoller Schießer, aber ein... Nein, nicht Schisser. Aber ein gefühlvoller. Ach, schade, hätte ich gerne noch mitgenommen. So, exzellent, das passt. Nehmen wir mal so, wie es ist. Ist übrigens in Wirklichkeit auch so. Also, ich bin beidfüßig. Und was wollen die denn jetzt? Ach so, Freistöße auf Punkt bringen, oder wie? Ja, mach ich doch glatt. Aha, gibt also auch noch für den Abschluss. Ah, der ist zu weit. Jetzt weiß ich aber endlich, was die wollen. Ist ja auch schön, oder? Ist zu kurz, glaube ich. Ne, ist nicht zu kurz. Sogar zu weit. Oh, fast perfekt. Aber ich kriege irgendwie keine Punkte, kann das sein? Ich soll ein Törchen machen hier. Schönes Ding! Ja. Auch nicht so schlecht. Jetzt sind wir erstmal mehr Einsatz. Also das war... Dann machen wir nochmal. Das sollten wir einen Hauch besser hinbekommen können. Ja, das gab 0 Punkte jetzt schon. Da kommt der Torwart raus. Der ist auch ein bisschen bekloppt, oder? Das ist perfekt geflankt. Das muss 3 Millionen Punkte eigentlich geben. Wenn ihr mich fragt. Was kann ich denn dazu, wenn die sich nicht durchsetzen können hier? Da, guck mal. Das ist... Besser geht's doch gar nicht. Ja. Ja, also. Oh, den fängt er. Nicht schlecht. Bumm. Schön. So knapp. Ja, machen wir mal weiter. Das wird irgendwie nichts. Ich bin nicht zum Flanken, zum Freistoßflanken bin ich nicht geboren. Mal gucken, ob es was gebracht hat hier. Meine ewigen
Trainingsaktionen. Ne, der Balken oben links sieht immer noch nicht so aus, als ja, als wäre ich hier in der Kaderplanung ganz weit vorne. Komisch. So, wollen wir mal gucken hier. Nochmal ein Trainingstag. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Erneut Training? Jo, scheint so. Das ist ja super. Was machen wir denn heute, Chef? Ja, Training, habe ich gehört. Ach, darf ich mir aussuchen, was ich will? Geil. Tempo-Dribbling-Mittel nehme ich. Und? Und? Sprungkraft, Stellungsspiel, Abschluss. Aber hier hat er auch Abschluss. Nehme ich das hier. Mal gucken. Eine Silberübung, eine Goldübung. Tempo-Dribbling. Schauen wir mal. Nein, nicht rausdribbeln. Komm, sei lieb. Nein! Nein! Er leckt mich doch. Ja, können wir eh nochmal neu machen. Das können wir doch nochmal neu machen hier. Gut gemacht. Das ist aber immer noch ein B, aha. Oh. Zieh! Boom! Exzellent. So, das hätten wir schon mal geschafft. Schussgenauigkeit. Angeschnittener Schuss, Lupfer. Okay. Ja, das wird eng. Oh, nee, Latte da. Warum lupfe ich eigentlich die ganze Zeit jetzt? Ja, angeschnittener Schuss ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Bei der Übung. Wenn wir jetzt noch ein Ziel treffen würden, dann... Ah, wir sind schon bei Excellent. Sehr schön. Oh, sehr stark gelupft. Ja, passt. Beide Übungen als... Oder mit exzellent abgeschlossen. Das ist ja erfreulich. Eigentlich wollte ich noch zocken hier heute. Nicht nur trainieren. Ja, so sieht's aus. A und A. Er gibt AA. Und der Balken da oben, er bewegt sich gar nicht. Scheiße hier. Macht mich aggro. Da werde ich wütend. Da darf ich fluchen. Wobei, es ist die besinnliche Vorweihnachtszeit. Ich höre jetzt auf zu fluchen. Böse. Böse. Nicht mehr fluchen. Ja, mit Hunter spielen. Harry Kane vorne, wir im Kabinengang. Mr. Alex Hunter ist eine andere Welt, oder? Spiel einfach dein Spiel. Mon ami, nutze deine Chance. Philippe Bernard. Mr. Alex Hunter nur wegen seinem Opa in der Mannschaft. Ohne Connections wäre der im Juniorenteam. Wie meint ihr das? Das ist aber nicht nett. Keine halbe Stunde mehr in dieser Partie. Jetzt kommt Alex Hunter. So, jetzt werden wir eingewechselt. Keine halbe Stunde mehr in dieser Partie, habe ich gerade gehört. Beeindrucke den Boss. Erreiche eine 7-0-Bewertung. Erziele ein Tor und gewinne das Spiel. Na, wenn es weiter nichts ist, wie steht es denn, Chef? Alex Hunter. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Ach, wir führen 2-0. Das war okay.
nicht auf, nicht gut verteidigt. Schön. Au! Gaston Ramirez. Ich weiß nicht, auf welcher Pose ich überhaupt spiele. Ramirez. Hier heute. Mit dem Ball am Fuß, ja, er geht weit mit nach hinten. Schön, das wischen wir. Ecke. Eckchen. Das gibt einen Eckchenball. Ball ist unterwegs. Da haben wir nichts mit zu tun. Aber wir können uns hier zum Konter anbieten, oder? Oder was denkt ihr? Ah, der Verteidiger aufgepasst da. Da hat der Verteidiger aber richtig aufgepasst. So. Alex Hunter. Schön. Auf Harry Kane. Und jetzt oben mitgenommen. Ein Traumspielzug bis hierhin. Ah, Flanke kommt gut rein, sagt er. Ich fand die jetzt nicht ganz so geil. Gaston Ramirez. Aus meiner Sicht. So, nächster Angriff. Also ich bin, glaube ich, irgendwie sowas wie zentraler Mittelfeldspieler. Würde ich behaupten. Komm, durchstecken. Und unten steht er. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Oh, da passt er auf mich. Das wollte ich jetzt in dem Moment gar nicht. Noch nicht. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Schön. Und Harry Kane. Ah, ich sollte nicht weglaufen. Alex Hunter. MacArthur. Ach, Freunde. Das muss nicht sein. Diese Ungenauigkeit hier im Passspiel ist ein bisschen erschreckend. Ah, komme ich nicht ins Tackling rein. Aber jetzt haben wir die Pille. Jetzt haben wir die Pille. Und wenn sie mich... Ach, bitte jetzt nicht steifen. Gut. Ja, das war blöd gefordert. Ja, hat er recht. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Nein! Da verlieren sie den Ball. Wieso tust du das? Schwache Passansage. Wie wär's mal mit schwacher Pass, Junge? Das war ja gar nichts. Gaston Ramirez. Gaston Ramirez. Stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Oh, da kommt nochmal eine Dreifachflanke rein. Kann Harry Kane den sichern? Nee, kann er nicht. Oh, ich auch nicht. Jetzt und defensiv mitarbeiten. Ah, da war einer dazwischen, gibt die nächste Ecke. Wir stehen bei 6-4 und irgendwie fühlt es sich auch nicht so an, als könnte ich hier gefährlich werden. Harry? Nein, kommt Harry nicht ran. Wir dazwischen, Klasse 2-Kampf, sagt er. Okay, der geht lang. Oh, aus der Drehung kann der den aber an den Mann bringen. Schön. Zaha. Beackert da die Seite. Jetzt vielleicht. Ohoho! Was für ein bescheidener Abschluss von Mr. Alex Hunter. Och! Ein schöner Spielzug. Bis Hunter kam. Und dann ging's bergab. Ach du Kacker. Und direkt zurückgespielt. Jetzt gibt's hier vielleicht jetzt die Chance. Jetzt Hunter. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Vorteil, oh. Spiel läuft weiter. Ja, sicher läuft das Spiel jetzt weiter. Jetzt gibt's hier nochmal Freistoß. Für wen? Wer hat denn jetzt wieder was gemacht? Ich war's nicht. Zufrieden, Buschi. It wasn't me. An, die Stimmung auf den ach, Hand. Mensch, da. Das war doch die Chance jetzt. Die zweite Chance war auch die Chance. Sauber. Na komm! Scheiße! Es gibt keinen Pluspunkt? Campbell. Wird das eine Torchance? Ganz souverän. Schande! Was ist der denn so langsam? Schöner Pass. Millimeterarbeit. Oh! Fabio. Ja, ich krieg die Minuspunkte hier.
Leute, wenn die nicht anständig passen können, was kann ich denn dazu? Baragan. Oh, oben. Ach, Kollegen. Jetzt müssen sie aufpassen. Schön. Da trennt er ihn vom Ball. Oder wären sie doch noch gestoppt. Das war ja, danke. Gib mir Minuspunkt. Daniel Ayala. Die Defensive steht. Ja, er fällt ab. Das war wieder mal nix. Aber die Chancen waren da. Mensch, du, wenn er einer von den zwei, wenn er eine von den zwei Chancen nutzt, haben wir unser Törchen, haben die 7-0er-Bewertung und haben wir auch das Tor. Kane und Cavalier waren die Torschützen hier für uns, für Crystal Palace. Und so gewinnen wir gegen Middlesbrough. Ah, ja, durchwachsene Leistung. Ja, machst du nichts. Oh, hier, mit der fast Handspiel. Fast Handspiel. Als Stürmer musst du nicht bloß Tor erzielen. Du musst auch einen Ball besitzen. Ja, aber ich war kein Stürmer. Diese Bewertung werde ich einfach nicht verstehen können. Die bewerten mich hier als Stürmer, aber ich komme ja als zentraler Mittelfeldspieler rein. Kurios. Wenn da stehen würde als Offensivspieler, könnte ich das vielleicht noch so ungefähr verstehen. Transferwert 4,5 Millionen. Also noch spielen wir keine Sterne vom Himmel. Ne? Und beim Coach kommen wir auch irgendwie nicht so wirklich voran. Oh, Dribbling. Was hat der denn eigentlich Tempo? Ach, der ist ja so 78. Alles gut. Alles gut. Ja klar, da fehlt natürlich dann ein bisschen die Spritzigkeit. Logo. Aber das kommt noch. Das wird noch kommen. Skillpunkt 1, den sparen wir uns jetzt erstmal. Da müssen wir ein bisschen auf Tempo skillen. Denn wie wir ja alle wissen, Tempo ist bei FIFA 17 nicht ganz so unwichtig. Hm? Schauen wir mal. Freunde! Ich fand's trotzdem lustig. Es wird besser. Es ist Pfeffer drin. Und wir müssen uns da durchbeißen, durchkämpfen. Es wird mit der Zeit bestimmt besser werden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.